So, wir haben hier die Powerbank EcoV River 600 Max. Und jetzt gibt es hier schnell einen kurzen Test mit einem Hörföhn. Wir gehen jetzt hier mal durch die einzelnen Stufen. Der AC-Ausgang ist bereits hier aktiviert. Das heisst, wir können hier momentan das Gerät so einschalten. So wäre jetzt auch die erste Stufe gesehen, hat um die 256 Watt gezogen. Wir gehen jetzt durch die höheren Niveaus. Wird nachher ein bisschen etwas unter 600 Watt ziehen, gemäss dem vorherigen Test. Funktioniert also einwandfrei, ohne Probleme, alle Stufen. Etwas um 600 Watt, die der Föhn so braucht. Passt also so mit dem River 600 Max. Das gleiche funktioniert auch hier beim kleineren Modell, beim River 600. Oder hier haben wir die Leistung, die stark genug ist. Wir können bei diesem Gerät hier gut auf die 600 Watt konstant einstellen, respektive auf das Gerät anschließen automatisch. Funktioniert das nachher mit den 600 Watt. Ist natürlich von der Kapazität her ein bisschen begrenzter hier. Da haben wir die Hälfte der Kapazität im Unterschied hier zum River 600 Max. Man natürlich dann unten noch einen separaten Akkupack montiert hat. Beim kleineren ca. 288 Wattstunden. Beim grösseren Modell haben wir etwas um die 577 Wattstunden. Je netto als Doppelte oder ziemlich genau das Doppelte müsste sein hier beim River 600 Max. So sieht es aus. Weitere Angaben sind auch im Online-Shop unter muelleroutdoor.ca publiziert. Merci fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich auf eure Nachricht, eure Kommentare oder natürlich auch auf eure Bestellung.